Badetag. Ich sehe gut aus, auch wenn ich das bin, der das sagt. Und das tue ich oft. Er kommt also. Gut, das Umleitungsschild ist an seinem Platz. Verstecken wir uns. Hier geht's entlang zum Wettbewerb für das süßeste Kätzchen auf der ganzen Welt. Tja, das bin Moa. Ich wusste nichts von diesem Wettbewerb, aber ich gewinne ihn. Das steht mal fest. Das ist nicht witzig dafür. Natürlich ist das witzig, nur leider nicht für dich. Du hast recht, Namel. Das ist echt nicht witzig. Tja, sieht so aus, als brauchte da jemand ein Bad. Ja? Hör auf zu schmollen, Garfield. Ich weiß, dass du nicht gern badest. Das ist nicht wahr. Ich bade einmal im Jahr, ob's nur nötig ist oder nicht. Oh, das wird ganz sicher Liz sein. Hier, ich lasse euch den Schwamm da, dann könnt ihr euch selbst abschrubben, während ich weg bin. Nein, das ist doch alles gar nicht so tragisch. Vor allem deshalb nicht, weil ich mein Spielzeugboot dabei habe und meinen Aufziehhai. Hilfe! Hai! Hai! Ich stehe mir auf diese coole Meerjungfrau. Entschuldige, Odie, ich versuche nur etwas Spaß zu haben. Baden ist nämlich sowas von langweilig. Das liegt daran, dass du nicht weißt, wie man es interessant gestaltet. Erfinde einfach eine Geschichte. Eine Geschichte erfinden? Wie macht man das denn? Ich werde es dir zeigen. Willst du mitspielen, Odie? Na schön, dann folgt mir. Sieht es etwa auf dem Grund jeder Badewanne so aus? Tja, jedenfalls, wenn du deine Fantasie benutzt. Am besten ist es natürlich, wenn du deine eigene Zeichentrickserie hast. Das ist ja echt so cool. Hey, Garfield, wieso können wir unter Wasser atmen und reden? Das ist meine Fantasie, also bestimme ich auch die Gesetze der Wissenschaft. Hey, kommt mit. Wir sehen uns mal die Oberfläche an, okay? Oh, ich könnte den ganzen Tag so rumschweben, Leute. Nein, kannst du nicht. Weißt du, das Problem mit Seifenblasen ist... Dann komme ich doch einfach mit ihnen. Hey, erkennt ihr das Boot, das da auf uns zukommt? Es sieht genauso aus wie dein Spielzeugboot, das das zum Hai gehört. Oh nein! Geschafft! Oh Mann! Er ist hinter uns her. Fangt an zu strampeln. Schneller, schneller, Jungs. Wir sind nicht schnell genug, weil das Boot zu schwer beladen ist. Wirf alle unwichtigen Dinge über Bord, Garfield. Gute Idee. Hey, das ist nur Fantasie. Und außerdem ist das ein Spielzeughai. Wenn man ihn aufzieht, kann er nur ungefähr 15 Sekunden lang schwimmen. Ich will keine Umstände machen, aber könnte mich jemand wieder aufziehen? Lässt du uns in Ruhe, wenn wir das tun? Tja, klar. Dann sind wir doch so nett. Danke. Hey, gern geschehen. Oh, ihr habt wirklich Glück, dass das Ding nicht mit Batterien funktioniert. Also schön, Garfield, das ist deine Fantasie. Was kommt als nächstes?
Sieht aus wie fliegende Fische. Hey, du siehst irgendwie wie das Ding aus, mit dem John uns abgeschrubbt hat. Nennt mich ganz einfach Schwamm. Ihr seid aber weit von eurer Badewanne entfernt. Ja, irgendeine Ahnung, wie wir dorthin zurückkommen? Ich nicht, aber die Meerjungfrauen werden es wissen. Sie leben auf der anderen Seite der Shampoo-Insel hinter dem gewaltigen Wasserhahn-Wasserfall. Ich bring euch hin. Und wie sollen wir dir bitte schön folgen, alter Schwamm? Ihr könnt doch schön strampeln, oder? In meiner Fantasie? Nein, nie und nimmer. Ich habe natürlich eine viel bessere Idee. Drück auf die Tube, Schwamm. John macht heute Lasagne und die will ich ungern verpassen. Wir sind fast da. Da, der gewaltige Wasserhahn-Wasserfall. Da drüben hängen die Meerjungfrauen rum. Aber hütet euch vor ihrem Gesang. Hey, ich kenne diese Legende. Man soll sich vor dem Gesang der Meerjungfrauen hüten, weil er so schön ist, dass er einen dazu bringt, sein Schiff gegen die Felsen krachen zu lassen. Nein, man soll sich davor hüten, weil er einfach ziemlich scheußlich ist. Ich werde Meeresfrüchte von meinem Speiseplan streichen. Wir haben tatsächlich Besucher. Schwamm, wer sind deine Freunde? Hä? Ich stelle uns mal vor. Ich bin Garfield und das hier ist Odie. Und ich bin Nörmel, das süßeste Kätzchen an Land und auf See. Erinnere mich daran, dich aus meiner nächsten Fantasie rauszulassen. Was führt euch denn hierher? Oh, dieser Schwammfisch hier sagt, ihr könnt uns helfen, nach Haus zu finden. Oh, sicher. Wir wissen, wie ihr Warte mal, Schwester! Also, er Wir haben uns besprochen. Und beschlossen, dass wir euch sagen werden, wie ihr zurück in eure Badewanne kommt. Wenn ihr auch was für uns tut. Müssen wir dazu etwa eurem Gesang lauschen? Nein. Dann sind wir im Geschäft. Unsere Bucht hier wird leider belagert. Ein furchtbares Monster dümpelt hier herum. Es ist absolut grauenvoll. Es bedroht und verjagt jeden. Verscheucht es und wir sagen euch, wie ihr nach Hause kommt. Furchtbares Monster? Was genau ist das für ein furchtbares Monster? Es ist ein Quietschentchen! Ja, klar. Was kann ein Quietschentchen einem denn schon tun? Garfield, was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Schwamm, du musst jetzt Folgendes tun. Hast du das kapiert? Hab ich. Komm schon, Schwamm, beeil dich. Wo sind sie? Da sind sie ja. Schnell, Ladies, it's showtime. Danke, dass ihr uns geholfen habt, das Quietscheentchen zu verscheuchen. Wir haben nie daran gedacht, unseren Gesang einzusetzen, um es zu verjagen. Diese Seemuschelketten sind ein kleines Abschiedsgeschenk von uns für euch. Und jetzt werden wir unser Versprechen halten. Und euch sagen, wie ihr wieder in eure Badewanne gelangt. Kommt her. Wirklich? No. Wow. Danke, Ladies. Eine letzte Frage. Möchtet ihr vielleicht, dass wir euch ein Abschiedslied singen? Nein! Aber trotzdem danke. Und bei dir bedanken wir uns auch, Schwamm. Habt eine gute Heimreise, Jungs. Kommt schon, Jungs. Folgt mir.
Komm schon, Jungs, pack doch mal mit an! Es ist sinnlos, Leute. Wir können ihn nicht bewegen. Hallo, kann ich helfen? Klar, leih uns mal kurz deine Zähne. Entschuldigt, Jungs. Mann, diese Liz kann einem manchmal wirklich ein Ohr abkauen. Wie ich sehe, hat da jemand das ganze Wasser abgelassen. Aber ich denke, ihr seid schon wieder sauber. Ich hol mal eben die Handtücher aus dem Schrank. Garfield, wir sind zurück. Ist das gerade wirklich passiert? Aber natürlich ist es das nicht. Das war einfach nur eine Fantasie. Und keine schlechte, wenn ich das selbst mal sagen darf. Oh, ich schätze, die Lasagne ist fertig, Jungs. Odi, denkst du, irgendwas davon ist wirklich passiert? Okay, und wie erklärst du dir dann die? Ich finde sie irgendwie ganz hübsch. Zeit für die Fanpost. Was für ein toller Morgen. Es ist nicht Montag und ich hatte meine absolut notwendigen 19 Stunden Schlaf. Und John hat das Frühstück fertig. Das Einzige, was diesen Tag verderben könnte, wäre, wenn Nörmel auftauchen würde. Wie ich schon gerade sagte, das Einzige, was diesen Tag verderben könnte, wäre, wenn Nörmel auftauchen würde. Wo ist denn Nörmel? Er ist nicht hier. Was? Er ist nicht hier. Was soll das heißen, er ist nicht hier? Hat er denn kein Drehbuch von dieser Episode bekommen? Da steht's. Hier, gleich auf Seite 1. Ich sage, das Einzige, was diesen Tag verderben könnte, wäre, wenn Nörmel auftauchen würde. Und dann kommt er rein und sagt... Ja, Garfield, ich bin es. Das süßeste Kätzchen auf der ganzen Welt. Bla, bla, bla. Also, wo ist er? Erinnerst du dich an die letzte Episode? Du hast ihn nach Abu Dhabi verschickt. Oh, richtig. Das war gut. Also können wir dieses Drehbuch vergessen, oder? Ja, sieht so aus. Okay, Leute, ich schätze, das war's für heute. Wir drehen dieses Buch nicht, Odi. Nein, ich versuche gerade mir etwas zu überlegen, womit wir all die Leute unterhalten können, die uns zuschauen. Nein, das ist keine echte Alternative. Wir werden stattdessen etwas von den Bergen meiner Fanpost beantworten. Könnte ich vielleicht einen Berg meiner Fanpost haben, bitte? Kommt sofort. Postbote, könnten wir einen Berg Fanpost für Mr. Garfield haben, bitte? Ja, ist dein Berg? Herman, wenn du im Bild zu sehen bist, müssen wir aber noch schnell dein Make-up herrichten. Fass mich bloß nicht an! Du machst immer schreckliche Dinge mit mir. Du lässt mich durch Falltüren sausen, wirfst mich übers Haus oder verfrachtest lebende Kühe in mein Boxauto. Oh, aber das machst du ja nur in der Show. Im wahren Leben quälst du doch gar nicht gern Postboten, oder? Also schön, dann mach nur. Perfekt. Tja, vielen Dank. Ich sollte lernen, dir mehr zu vertrauen. Okay, Odi, zieh wahllos einen Brief raus. Tada! Danke, Odi. Lieber Garfield, wann hörst du endlich auf, den armen Postboten zu ärgern? Du räudiger Kater. Viele Grüße, deine Postbotengewerkschaft. Ups, falsche Adresse, der war gar nicht für mich. Machen wir mit dem nächsten weiter. Lieber Garfield, würdest du deine Lasagne mit mir teilen? Nein, nächster.
Ah, das ist schon besser. Lieber Garfield, ich muss für meine Lehrerin einen Aufsatz schreiben. Und zwar über den Unterschied zwischen Hunden und Katzen. Ich frage mich, ob du mir dabei helfen kannst. Viele Grüße, Damien. PS, ich liebe deine Show. Danke, Damien. Ich liebe meine Show auch. Ja. Na schön, Kinder. Handys aus und kein Gequatsche während des Unterrichts. Verstanden? Gut, dann geht's los. Hier sehen wir das mit weitem Abstand dümmste Tier im gesamten Tierreich. Einen Hund. Ich sagte kein Gequatsche während des Unterrichts und das beinhaltet auch Protestgebell. Und hier ist nun das mit Abstand wundervollste Wesen, das je existierte. Ein wahres Wunder. Eine Katze. Danke, danke, danke. Ihr seid zu freundlich. Danke, Rosie. Das reicht jetzt. Es geht weiter mit unserem Unterricht. Hi, Jungs. Ich bin zu Hause. Das ist die Person, die die Katze und den Hund füttert. Und die sich seltsamerweise doch tatsächlich eingeredet hat, sie sei ihr Herrchen. Beobachtet mal, wie die Tiere reagieren, wenn sie nach Hause kommt. Der Hund wird hysterisch, laut und sabbert seinen Fütterer von oben bis unten voll. Uah, lächerlich, nicht wahr? Und jetzt werfen wir einen Blick auf die gleiche Szene mit einer Katze. Seht nur, wie die Katze im Gegensatz zum Hund cool, ruhig und beherrscht bleibt. Das kannst du deinem Friseur erzählen. Seht nur, wie die coole, lässige, beherrschte Katze cool, lässig und beherrscht ist. Sie macht keinen absolut lächerlichen Narren aus sich, so wie das, ihr wisst schon, gewisse Hunde tun. Was meinst du damit? Das war nicht die ganze Szene. Ich habe den wichtigen Teil gezeigt. Nein, ich bin nicht gewillt, den Rest der Szene zu zeigen. Hey, 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 nein! Und wie geht's meinem pelzigen kleinen Freund heute? Oh, miau, miau. Oh, er will wohl sein kleines Bäuchlein gekrault kriegen. Ja, das will er. Ja, das will er. Wer ist ein braves Kätzchen, Schätzchen? Wer ist ein braves Kätzchen, Schätzchen? Miau, oder? Oh, nicht aufhören. Nicht aufhören. Na schön, das reicht jetzt. Stopp, Cut! Tja, du denkst jetzt, du hast mich schlecht aussehen lassen, oder? Tja, das hast du. Und jetzt bin ich dran, dich schlecht aussehen zu lassen. Ihr kennt doch alle das blöde Hol-das-Stöckchen-Spiel. Jetzt schaut euch an, was passiert, wenn man einen Hund auffordert, das Stöckchen zu holen. Willst du das Stöckchen holen, Odie? Ja. Okay, Odie, lauf und hol das Stöckchen. Braver Junge, soll ich das Stöckchen noch mal werfen? Hunde holen das Stöckchen nicht nur einmal, sie bestehen darauf, es wieder und wieder zu holen. Oh. Und wieder. Und wieder. Seht ihr? Völlig sinnlos. Und was wird eine Katze tun, wenn der Kerl, der sie füttert, nicht ausreichend, wenn ich das bemerken darf, ein Stöckchen wirft? Willst du das Stöckchen hier holen, Garfield? Nein. Okay, Garfield. Lauf und hol das Stöckchen. Komm jetzt, Garfield, hol schon das Stöckchen. Achte darauf, dass die Katze ihre Zeit nicht damit verschwenden wird, das Stöckchen zu holen. Egal, wie oft er sie bittet. Hol einfach das Stöckchen. Lauf und hol das Stöckchen. Bitte hol das Stöckchen. Es ist doch nur ein harmloses Stöckchen. Du läufst einfach los, schnappst dir das Stöckchen und bringst es zurück. Dafür brauchst du doch wirklich nicht viel Zeit. Die Katze wird das Stöckchen niemals holen, denn sie weiß, dass es sinnlos ist, das Stöckchen zu holen. Es sei denn, es wäre ein leckerer Lolli daran befestigt. Bitte hol jetzt das Stöckchen. Bitte, 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 bitte hol jetzt das Stöckchen. Ich möchte nur, dass du das Stöckchen holst. Hier. So, siehst du, ist gar nicht so schwer. Das kann wirklich jeder. Hey, wenn du so gut darin bist, hol das dämliche Stöckchen doch selbst. Und jetzt zum Wetter. Tja, fahren wir fort mit diesem interessanten Thema. Hier ist ein Brief von Sam Witzname aus Gibt es gar nicht Stadt Nebraska. Er fragt, was tun Katzen und Hunde den ganzen Tag? Nun, Mr. Witzname, Katzen schlafen. Hunde jagen ihren Schwanz. Katzen essen. Hunde jagen ihren Schwanz. Katzen schlafen. Hunde jagen ihren Schwanz.
Fangen Sie ihn denn auch irgendwann? Oh, das ist der beste Teil. Seht nur. Währenddessen essen Katzen. Nun, Odi, ich denke, mein Standpunkt ist klar. Odi? Odi? Lieber Odi. Meine Mutter sagt, Katzen sind viel reinlicher als Hunde, aber ich denke, Hunde sind reinlicher. Wer von uns hat nun recht? Ich beantworte das schon. Deine Mutter hat recht. Mütter haben grundsätzlich recht. Der Hund ist eine notorisch schmutzige Kreatur. Einen Hund sich im Schlamm wälzen zu sehen, ist ein widerlicher Anblick. Odi! Böser Hund, böser, schmutziger Hund. Sieh nur, was du angerichtet hast. Wieso kannst du nicht so reinlich sein wie Garfield? Der ist immer sauber und makellos. Siehst du? Was hast du dazu zu sagen, dreckiges Wesen? Mehr von der Szene zeigen? Nein, es gibt gar nicht mehr zu sehen. Das ist... ja, ich bin von Natur aus sauber und makellos. Die Klingel, ist das womöglich? Ja, er ist es. Eine Lieferung von Vittos Pizzeria. Weißt du noch, als ich sagte, ich wünschte, du wärst so reinlich wie Garfield? Vergiss, dass ich's gesagt habe. Okay, ich bin womöglich nicht der kultivierteste Esser auf der Welt. Das ist die Untertreibung des Jahres. Nörmel, wo bist du denn gewesen? Wo hast du mich denn hingeschickt? Abu Dhabi. Dann bin ich wohl dort gewesen. Wo ist das Team? Wieso drehen wir nicht das heutige Buch? Das heutige Buch konnten wir nicht drehen, weil du nicht hier warst, Nörmel. Ich habe stattdessen ein wenig von meiner Fanpost beantwortet. Fanpost? Heißt das, du bekommst Fanpost? Aber natürlich bekomme ich Fanpost. Ich bekomme jede Menge Fanpost. Sieh nur. Tja, das ist echt fantastisch, Garfield. Hey, ich will aber auch was von meiner Fanpost beantworten. Könnte ich meine Fanpost bekommen, bitte? Postbote, würden Sie wohl Nörmels Fanpost auf den Set bringen? Ich wette, Nörmel kriegt nicht so viel Fanpost wie wir. Was soll ich sagen? Alle lieben mich. Mit zwei Ausnahmen. Hey, hör zu, fass mich nicht an, Garfield! Für dich geht's zurück nach Abu Dhabi, Nörmel! Ich bin gespannt, wie viel Fanpost du dort bekommst, Nörmel! Tja, ich schätze, das ist das Ende dieser Episode. Wenn sie euch gefallen hat, tut mir bitte einen Gefallen. Schreibt keinen Fanbrief, sondern schickt stattdessen lieber eine E-Mail. Die muss ich nämlich nicht austragen. Mir hat sie wirklich gut gefallen, denn das war doch endlich mal eine Episode, in der ich am Ende nicht komplett lächerlich aussah. Vom Band. Garfield, Frühstück ist fertig. Während ihr Jungs esst, werde ich mal auf den Markt gehen. Habe ich da jemanden lachen hören? Ich habe dir Pfannkuchen gemacht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das merkt man daran, dass ich nicht esse. Odi, was ist hier bitte los? Na schön, ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. Hier, entweder isst du sie oder du vergräbst sie einfach im Garten. Oh nein.
Wo ist der Boss? In seinem Büro. Aber wir haben die Szene noch nicht im Kasten. Später. Na schön, Leute. 5 Minuten Pause. Und hinter dieser Tür befindet sich das Studio, in dem wir die Garfield-Show drehen. Wie viele von Ihnen schauen sich denn die Garfield-Show an? Ich bitte um Handzeichen. Oh ja, ich sehe mir die Show an. Ich mag den Hund. Sie wissen schon, den mit der Zunge. Keine Fotos, keine Autogramme. Ganz einfach, Garfield. Deine Show läuft jetzt mit Lachkonserve. Lachkonserve? Ja, so ist es. Das machen wir beim Fernsehen andauernd. Wir fügen einfach aufgezeichnete Lacher und Applaus hinzu. Dadurch wirkt die Show so, tja, als ob sie einfach mehr Lacher und Applaus verdienen würde. Ist das nicht irgendwie Betrug? Wir sehen das eher als eine Verbesserung der Realität. Erlaube mir, es dir zu zeigen. Hier ist ein Comedian, den wir kürzlich in einer unserer Shows hatten. Ich muss dir noch was erzählen. Ein Mann kommt zum Arzt und sagt zu ihm, hey Doc, es tut weh, wenn ich so mache. Der Arzt dreht sich um und sagt, dann lassen Sie es doch. Nicht besonders witzig, aber schau nur, wie das Ganze mit Lachkonserve wirkt. Hey, ein Mann kommt zum Arzt und sagt zu ihm, hey Doc, es tut weh, wenn ich so mache. Der Arzt dreht sich um und sagt, dann lassen Sie es doch. Wie wär's denn damit, die Show einfach lustiger zu machen? Lass mich mal eins klarstellen, Garfield. Wir sagen dir nicht, wie du Hunde ärgern oder Lasagne futtern sollst. Du sagst uns nicht, wie wir eine Fernsehsendung machen sollen, okay? Ich stell dir mal Rosie vor. Rosie? Rosie, hier entlang. Hallo, Rosie. Hi, Boss. Warten Sie, hier ist ein bisschen Applaus für Sie. Ja, bitte sehr, der Star unserer Show, Carter Garfield. Garfield, hier ist ein bisschen Applaus für dich. Ups, falscher Knopf, schuldige. Rosie fügt all die Lacher, den Applaus und jede Menge tolle Soundeffekte zur Show hinzu. Das tue ich allerdings. Toll, ha? Sehr gut. Ich bin nicht damit einverstanden, meiner Show falsche Lacher und Applaus hinzuzufügen. Aber wenn es sein muss, sorgen Sie dafür, dass ich mehr als alle anderen kriege. In der Episode, die heute gedreht wird, ist da vielleicht auch rein zufällig Nörmel mit dabei, Boss? Mal sehen. Oh ja, Nörmel ist der Gaststar. Oh, ich liebe Nörmel. Er ist mein absoluter Liebling in der Show. Ich schätze, ich war vorhin vielleicht ein Spürchen zu unhöflich zu diesen Besuchern. Ich werde es wieder gut machen. Ich entschuldige mich, Leute. Na los, holt die Autogrammbücher und die Hochglanzposter raus, die ihr alle von mir habt. Ich signiere, bis der Arzt kommt. Die nächste Station auf unserer Tour ist... Oh, sehen Sie nur, wer da kommt! Oh, sorry, Fans, keine Autogramme. Oder vielleicht ein, zwei oder 30? Also ehrlich, ich liebe ihn einfach in dieser Show. Das ist meine Show. Was heißt das? Die Show, in der Nörmel auftritt, das ist die Garfield-Show. Und ich bin Garfield. Ich bin der Star der Show. Komisch. Ich sehe sie mir immer an und kann mich nicht daran erinnern, dich darin gesehen zu haben. Können wir jetzt weiter drehen, KG? Holt den Hund und dann geht's weiter. Wir brauchen Oldie am Set. Oh, in der Szene kommt ein großer Schleckmoment. Der braucht also Zungen-Make-up. Garfield Show, Episodentitel Lacher vom Band. 3 die zweite. Kamera läuft. Action. Text. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das merkt man daran, dass ich nicht esse. Oh, richtig. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das merkt man daran, dass ich nicht esse. Hi, Odi. Hast du Lust auf Frühstück?
Wir müssen aber damit warten, bis John vom Markt zurückgekommen ist. Ich mache ein Nickerchen. Jetzt kommt Normals Szene. Ich gebe ihm einen imposanten Auftritt. Hallo, das reicht, Rosie! Tja, sieh mal an, wer da ist. Ganz recht, Garfield, ich bin's. Normal, die hinreißendste Katze auf diesem Planeten. Ich ertrag das nicht länger. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid großartig. Nicht so großartig wie ich natürlich. Ihr seid irgendwie anders großartig. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich's anstelle. Hey, Rosie, der Boss hat gesagt, er will Sie sofort sprechen. Aber ich füge gerade die Lacher und den Applaus für diese Episode hinzu. Darum kümmere ich mich, solange Sie bei ihm sind. Oh, also schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt, wo ich die Show offenbar für mich allein habe, dachte ich, ich singe ein Liedchen für euch. Schon gut, beruhigt euch, ich muss ja nicht singen, ich könnte euch auch ein Tänzchen vorführen. Na? Du willst ein Tänzchen machen, hä? Na ja, dann brauchst du wohl auch ein wenig Musik. Etwas zu langsam, oder? Hallo, Boss. Boss? Ich weiß, wenn ich nicht erwünscht bin. Seit wann das denn? Was ist denn jetzt los? Na schön, wir wissen, dass du da drin bist. Komm mit erhobenen Händen raus. Wieso denn das? Oh nein, nein! Ich brauche ein Versteck. Ich brauche ein Versteck. Hier drunter finden Sie mich nie. Das klingt wie eine aufgeschreckte Viehherde hier drin. Jetzt sind es Grizzlybären, Löwen und Tiger und Bären. Oh, bitte! Und was macht der hier wohl? Sound von linkshändigen Zombie-Tauben, die mit Strahlenkanonen vom Planeten Tralfatz angreifen. Hey, wieso denn nicht? Linkshändige Zombie-Tauben, die mit Strahlenkanonen vom Planeten Tralfatz angreifen. Den Sound würde ich überall erkennen. Hilfe, Hilfe! Linkshändige Zombie-Tauben greifen mich mit Strahlenkanonen vom Planeten Tralfatz an. Hilfe! Rette dieses hinreißende Kätzchen! Hilfe! Garfield, was tust du denn da in meiner Soundmaschine? Hey, Rosie, wieso haben Sie Ihren Posten verlassen? Das hab ich gar nicht. Ich meine, er hat gesagt, Sie hätten... Keine Ausreden, ja, keine Ausreden. Sie sind gefeuert. Und nehmen Sie diese bescheuerte Maschine gleich mit. Nach diesem Reinfall will ich nie wieder dämliche Lachkonserven in der Garfield-Show hören. Ist meine Schuld, dass Sie entlassen wurden, hm? Oh nein, das ist meine Schuld. Ich habe meine Arbeit nicht gut gemacht. Die Frage ist, wo finde ich jetzt einen neuen Job? Rosie wurde gefeuert. Odie, sie wurde gefeuert und das ist meine Schuld. Meinetwegen hat sie ihren Posten verlassen. Ich weiß vielleicht einen guten Ort für Sie und diese Maschine. Guten Abend. Hier sind die neuesten Nachrichten. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch wie nie. Die Luft, die wir atmen, ist schlechter als je zuvor.
Und Wissenschaftler sagen, dass die Erde tatsächlich auf die Sonne zurast. Also die Nachrichten sind echt etwas, was Gelächter brauchen kann. Hey, Rosie, wie wär's mit etwas Applaus zum Ende dieser Folge? Kommt sofort! Willst du dich nicht mit mir verbeugen, Odi? Danke, ihr seid ein wundervolles, aufgezeichnetes Publikum. Vielen Dank! Superheld braucht Beistand. Beeil dich, Odi! Ich muss bis zu den Nachrichten zu Hause sein. Da läuft eine Geschichte über mein Lieblingsthema. Ich! Mir sind gerade zwei blöde Dinge klar geworden. Erstens, wir werden es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Und zweitens, ich habe ja gar keine Uhr. Die ganze Stadt spricht über den Rächer mit Umhang. Halt! Das ist die Geschichte! Ja! Hey, ich guck das grad. Das geheimnisvolle Katzenwesen, das als Rächer mit Umhang bekannt ist, ist sofort zu einem Star geworden nach seinem ersten ausgesprochen dramatischen Auftritt. In diesem Comicladen hier vor nur wenigen Wochen. Dieses Video, das zeigt, wie er einen Dieb schnappt, ging um die ganze Welt und ist jetzt das zweitbeliebteste Katzenvideo im Internet. Und das beliebteste ist dieses Video mit dem Titel Das süßeste Kätzchen der Welt. Miau, 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 miau. Hey, was ist denn mit dem Fernseher los? Ich glaube, dein Gesang hat ihn gekillt. Oh, jetzt werden wir nie erfahren, wie es weitergegangen ist. Rupert Dorf betreibt den Comicladen, in dem der Rächer mit Umhang auftauchte. Wie läuft das Geschäft, Rupert? Gut, die Leute kommen in Scharen her in der Hoffnung, ihn persönlich zu treffen. Und ab morgen gibt's die neue Actionfigur vom Rächer mit Umhang. Ja! Mann, ich frag mich, wer der Rächer mit Umhang in Wahrheit ist. Psst, verrat ja nicht meine geheime Identität. Haben Sie eine Botschaft an den Rächer mit Umhang, falls er uns zusieht? Ja, ich hoffe, er kommt morgen vorbei, um all seine Fans zu sehen, wenn der Verkauf seiner Actionfigur beginnt. Es gibt jetzt ein Rächer mit Umhang-Signal, um ihn zu rufen. Wow, das ist ja so cool. Ha, ich glaube, der Rächer mit Umhang ist ein großer Angeber. Wo kriege ich so einen Scheinwerfer her? Ich schätze, die Fans vom Rächer mit Umhang lieben alles an ihm. Ja, aber wissen Sie, was denen wirklich gefallen würde? Sie wünschen sich alle, er hätte einen Gefährten. Einen Gefährten? Er hat recht. Alle großen Comichelden haben einen Gefährten. Selbst der ultrastarke Superheld kriegt Hilfe von Jeff, dem Atomspatzen. Herrje, wo kann ich nur einen Gefährten finden? Er muss stark sein. Und ernsthaft. Aber mit Sinn für Humor. Odi, du hast mich auf eine tolle Idee gebracht. Ja, ich werde ein Vorsprechen abhalten. Wirklich, Myron? Ein Vorsprechen? Das habe ich gehört. Der Rächer mit dem Umhang wird sich heute im Park aussuchen, wer sein Gefährte sein soll. Ich werde hingehen und sehen, ob er mich nimmt. Wenn der Rächer mit Umhang einen Gefährten kriegt, wird er noch beliebter werden. Und sein Video wird öfter angeschaut als meins. Was soll ich denn nur tun? Seht nur, da oben. Ja, ich bin's, Leute. Zu gut, um wahr zu sein. Zu stark, um besiegt zu werden. Zu fett, um auf diesem Ast stehen zu können. Das liegt nicht an mir, sondern am Umhang. Der wiegt ungefähr 10 Pfund. Autsch. Hallo, Nachwuchsgefährten.
Ich nehme an, ihr wisst alle, wer ich bin. Der Rächer mit dem Umhang! Ja, und ich bin heute hier, um einen Gefährten zu finden, der mir bei meinen heldenhaften Abenteuern assistiert. Hey, hör zu! Nimm mich! Nimm mich! Ein Super-Chihuahua? Wieso lacht ihr denn? Ich kann auch ein Superheld sein. Hört auf, über mich zu lachen. Hört zu. Es ist nicht leicht, ein Superheld zu sein. Man verbringt seine Tage damit, gefährliche Kriminelle zu jagen, von Gebäuden zu stürzen und atomaren Strahlen auszuweichen. Man verbringt auch seine Nächte damit, ständig sein Leben zu riskieren. Es erfreut mein Herz zu sehen, dass so viele von euch bereit, ja erpicht darauf sind, ihr Leben zu opfern. Was wird denn für diesen Job gezahlt? Absolut gar nichts. Das dachte ich mir. Ciao. Nein, du hast nun wirklich nicht das Zeug zum Gefährten. Wiedersehen. Du brauchst kein Bild und keinen Lebenslauf dazulassen. Wieso ist der Rächer mit Umhang so beliebt? Nur weil er ein cooles Kostüm und einen coolen Namen hat. Ich freue mich total drauf, morgen die Actionfigur vom Rächer mit Umhang zu bekommen. Komm, wir schauen uns jetzt noch 10-mal sein Video an. Der ist irgendwie sowas von cool. Und ich bin irgendwie das Video von diesem ekelhaft süßen Kätzchen sowas von leid. Oh, was soll ich denn nur tun? Ich weiß es. Der Einzige, der einen Superhelden besiegen kann, ist ein Superbösewicht. Ich werde einfach ein Superbösewicht. Hey, Herkules, was hast du? Oh, die haben gerade über mein tolles Kostüm gelacht. Ich wollte der Gefährte vom Rächer mit Umhang werden. Aha. Was hältst du denn davon, der Gefährte des Superbösewichts zu werden, der den Rächer mit Umhang besiegen wird? Oh, kann ich dabei mein Superheldenkostüm tragen? Ja, okay. Ja, ich mache für heute Schluss, Gunther. Morgen wird's hier rappelvoll. Dann gibt's die neue Actionfigur vom Rächer mit Umhang. Ich ruf zurück. Da draußen geht etwas vor sich, was ich mir ansehen muss. Bist du immer noch sauer, dass ich dich nicht ausgesucht habe? Ich brauche einen tollen Gefährten. Der Rächer mit Umhang darf nicht albern aussehen. Der Rächer mit Umhang sieht heute ziemlich albern aus. Was? Rupert, Sie sagen, der Rächer mit Umhang hat einen neuen Erzfeind? Ganz offenbar. Ich habe ihn gestern vor meinem Laden gesehen. Und als ich das Rächer mit Umhang-Signal eingeschaltet habe, kam das zum Vorschein. Ja? Das Rächer mit Umhang-Signal. Es lässt mich lächerlich aussehen. Odi, ich muss diesen Superbösewicht finden und ihn stoppen. Jetzt brauche ich unbedingt einen Gefährten. Willst du mein Gefährte sein, Odi? Oh, bitte. Bitte. Na schön, ich hätte dich gestern nicht so zurückweisen dürfen. Wir besorgen dir ein tolles Kostüm. Gut, lass uns zur Tat schreiten. Und wie Sie sehen können, stehen die Leute tatsächlich Schlange für die neue Actionfigur vom Rächer mit Umhang. Die Actionfiguren treffen offenbar gerade ein. Perfektes Timing. Das wird wirklich ein großer Tag für meinen Comicladen werden. 20 Kisten voller Actionfiguren vom Rächer mit Umhang. Hier unterschreiben. Du kümmerst dich um den Postboten, Super Chihuahua. Ja. Also das Einzige, was schlimmer ist als ein Chihuahua, ist ein Super Chihuahua. Ich werde all diese Actionfiguren vom Rächer mit Umhang vernichten. Oh. Nein, das wirst du nicht. Ja, es ist der Rächer mit dem Umhang. Wer du auch bist, du hast keine Chance gegen mich und meinen treuen Gefährten Schlabberzunge. Tada! Und offenbar hat der Rächer mit Umhang endlich seinen eigenen Gefährten. Der Rächer mit Umhang. Und jetzt hat er auch noch einen Partner. Ich habe mir gerade überlegt, ich will nicht mehr Gefährte des Superbösewichts sein. Adios.
Nichts kann mich davon abhalten, mit diesen Actionfiguren zu entkommen. Außer vielleicht die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie mein Auto fährt. Ich versuch's mal. Komm zurück, du maskierter Schurke. Das war vielleicht nicht gerade die beste Idee der Welt. Hey. Nichts kann mich aufhalten, Rächer mit Umhang! Und was ist, wenn ich dir sage, dass dieser Lastwagen gleich in den Recyclinghof kracht? Schnell, Hundezunge! Und ich denke mal, dass ich dich wohl auch retten muss. Hilfe, Hilfe! Das ist keine süße Art, für mich zu sterben! Hilfe! Ja. Schnell, film das mal! Und der Superheld und der Superbösewicht landeten inmitten der Kisten mit Actionfiguren vom Rächer mit Umhang, die, wie sich herausstellte, niemand mehr kaufen will. Alle interessieren sich nämlich nur noch für den Gefährten des Rächers mit Umhang, den wir hier sehen. Sein Name ist Schlabberzunge und seine Fans können gar nicht genug von ihm bekommen. Sein Video ist das meistgesehene aller Zeiten und hängt das des ekelhaften singenden Kätzchens und das vom Rächer mit Umhang locker ab. Dem Rächer mit Umhang mag's egal sein, ob er auf Platz 1 steht, aber mir nicht. Ich werde mit meiner alten Nummer weitermachen. Bist du dabei? Klar, wieso nicht? Miau, 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 miau. Monster-Odi. Du kochst nicht. Oh, hi Garfield. Mhm. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich nicht koche. Was? Ich fange gleich damit an. Es ist nur so, dass ich manchmal gern hier rauskomme und mir die Sterne ansehe. Sie sind so friedvoll. Sie sind einfach so wundervoll. Schau, siehst du das? Das ist eine Sternschnuppe. Wow! Weißt du, was eine Sternschnuppe ist, Garfield? Das ist ein Meteorit, der in die Erdatmosphäre eintritt. Toll, lass uns jetzt essen. Das war wirklich herrlich. Ich wünschte, ich hätte sie mir im Observatorium durchs große Teleskop ansehen können. Wir wollen Essen auf dem Tisch. Wir wollen Essen auf dem Tisch. Wir wollen Essen auf dem Tisch. Ah, Professor Bonkers, haben Sie die Sternschnuppe gesehen? Ja, ein Meteor vom Weltraumquadranten Beta Blau. Das Radar sagt, dass er auf die Größe eines Gummiballs geschrumpft ist und in den Nordbergen gelandet ist. Beta Blau, sagen Sie? Einige Wissenschaftler meinen, dass Meteore von Beta Blau rückläufige Kräfte haben. Sie sagen, alles, was mit einem dieser Meteore in Kontakt kommt, verwandelt sich in seine prähistorische Form zurück. Ja, Gertrud, ich bin hier oben in den Nordbergen wandern. Es ist sehr anregend hier draußen und ich habe eine wunderbare... Ich habe gerade was Seltsames gefunden, Gertrud. Es ist eine Art glühender Stein, wie ein Meteor oder ein... Äh, 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 äh,
Also wie gesagt, Gertrude, es ist wirklich sehr anregend hier oben. Es bringt im wahrsten Sinne den Höhlenmenschen in einem hervor. Tut mir leid, dass ich gestern erst so spät gekocht habe, Jungs. Kann ich es mit einem Essen bei Vito wieder gut machen? Also ich bin dabei. Oh, Kaugummi. Ich kann Menschen nicht ausstehen, die einen Kaugummi kauen und ihn dann einfach ausspucken. Ist das nicht schrecklich, Garfield? Das ist so unhöflich. Raus hier, raus, raus aus meinem Restaurant, ihr lästigen Fliegen, und zwar alle. Ah, Signore Arbacke, willkommen bei Vito. Danke, Vito. Oh. Odi, komm nach, wenn du den Kaugummi von deiner Pfote abgekriegt hast. Mein Kater nimmt die linke Seite der Speisekarte. Eine ausgezeichnete Wahl. Entschuldigen Sie, Herr Ober, aber da ist eine Fliege in meiner Suppe. Einen Moment, Signore. Und die rechte Seite der Speisekarte. Eine der beliebtesten Seiten der Speisekarte. Da ist eine Fliege in meiner Suppe. Uno momento, Signore, bitte. Sonst noch etwas, Garfield? Oh ja, die Rückseite der Speisekarte. Ha, eine meiner Spezialitäten. Ich habe immer noch diese Fliege in meiner Suppe. Signore, sehen Sie denn nicht, dass ich mit einem anderen Gast beschäftigt bin? Und überhaupt, was ist denn so schlimm an einer Fliege in der Suppe? Tja, sie ist ziemlich groß. Können wir diese Bestellung zum Mitnehmen haben? Vito, tun Sie was! Da braucht man eine fußballfeldgroße Fliegenklatsche. Ich rufe um Hilfe. Hier ist Vito von Vitos Pizzeria. Ich würde gern ein Monster melden. Danke. Sie sind in 2 Sekunden hier. 1, 2. Wieso haben die so lange gebraucht? Um was für ein Monster handelt es sich? Es ist eine Fliege. Na schön. Nein, Officer, es ist eine Monsterfliege. Sie ist riesig und hat rasiermesserscharfe Zähne. Und eventuell kann sie mehr futtern als ich. Ich sollte sie einlochen lassen. Nächstes Mal bestelle ich einfach nur einen Salat. Dann werde ich jetzt mal die linke und die rechte Seite der Speisekarte zubereiten. Nicht die Rückseite vergessen, das ist der beste Teil. Garfield? Wo ist Odi? Odi! Odi! Hierher, Junge! Ich frage mich, wo Odi hin ist. Odi? Wir werden in Hundesabber ertränkt. Hilfe! Hilfe! Riesengroße Hundezunge! Hilfe! Hilfe! Sie haben mich gehört. Ja, genau das habe ich gesagt. Aha, ich verstehe. Okay, danke.
Jetzt ist es ein riesengroßes Schoßhündchen. Achtung an alle Einheiten. Wir haben eine Meldung von einem Typen in Vitos Pizzeria. Dieser Kerl behauptet, dass ein riesiges Hündchen in der Stadt wütet. Ein Mistköter? Klingt, als wäre das etwas für mich. Schließlich bin ich ein Hundefänger. Das ist mein Hund. Tja, ich bin nun mal Ihr Vermieter und in Ihrem Mietvertrag steht, dass nur kleine Hunde in der Wohnung erlaubt sind. Das hier ist aber kein kleiner Hund. Ach, heul so viel du willst. Das ist mir völlig egal. Ich bin nun mal ein Vermieter. Ach, okay, Sie haben recht. Das hier ist ein kleiner Hund. Ja. Bitte! Die Nationalgarde ist im Einsatz, um Sie vor diesem gefährlichen, riesigen Monsterhund zu beschützen. Nein, tun Sie ihm nichts. Er ist echt harmlos. Dich hat er ja auch nicht abgeleckt. Garfield, wir müssen uns überlegen, wie wir ihn aus der Stadt bekommen. Vielleicht irgendwo raus aufs Land. Ich weiß. Einen Stock werfen, damit er ihn zurückbringt? Aber wie soll das... Ich verstehe. Tolle Idee! Halt ihn im Auge, Garfield. Wir dürfen ihn echt nicht verlieren. Wie soll man denn einen einkaufszentrumsgroßen Hund verlieren? Oh. An alle Einheiten! Lasst das Monsterhündchen laufen! Es ist auf dem Weg in die Nordberge! In die Nordberge, hä? Was ist denn bitte so schwierig daran, ein Schoßhündchen einzufangen? Komm raus, Schoßhündchen, wo immer du auch steckst. Hierher, Junge. Ich verstehe nicht, wieso die Polizei daraus so eine große Sache macht. Hunde einfangen ist doch ganz einfach. Sie sind klein und harmlos und... Hey. Oh, im Wetterbericht von heute war aber nicht von Regen die Rede. Hilfe! Hilfe! Ich werde nie wieder im Leben einen Hund fangen. Lass mich in Ruhe! Hilfe! Hilfe! Auf! Siehst du ihn, Garfield? Womöglich können wir ihn ja mit einem 10-Tonnen-Leckerli anlocken. Odi! Odi! Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber das ist mir egal. Wir bringen ihn jetzt nach Haus. Hey, da ist ja der Lieferwagen von diesem dämlichen Hundefänger, der uns immer jagt. Du musst dir keine Sorgen machen. Der ist zu dämlich, um dir was zu tun. Der Typ ist ein echter Neandertaler. Oh,